war da einfach eine große Leere, eine große dunkle Leere. Und es hat gehallt und ich war im freien Fall. Nach der Trennung von meiner damaligen Freundin bin ich da ja so orientierungslos durch die Stadt gelaufen und habe einfach unachtsam in das Schaufenster geschaut. Und mein Blick wurde gefangen von diesem einen Gesicht, was auf diesem einen Buchcover zwischen all diesen Büchern stand. Und das war eben dann dieser Zen-Meister Thich Nhat Hanh, den ich überhaupt nicht kannte. Ich bin reingegangen und habe mir das Buch gekauft. Und da habe ich angefangen zu praktizieren, achtsames Atmen. Ich bin einfach meinem Atem gefolgt, bis sich diese Körperspannung und diese Emotionen wieder etwas gelegt haben. Heute ist Michael Becker buddhistischer Mönch und hat als Abt ein Kloster geleitet. 2024 ist er nach Mainz in seine alte Heimat zurückgekommen. Die Lehren des Buddhismus hat er verinnerlicht und sie bestimmen sein tägliches Leben. Das, was ich mit meinen Händen im Moment tue, das, wo ich mit meinen Füßen im Moment hinschreite, das, wie ich mich fühle in diesem Moment, dieses Unmittelbare, dieses Nahe und diese Einstellung, die kleine Kinder haben, die immer im Augenblick sind und ganz offen mit all ihren Sinnen, das ist gelebte Achtsamkeit. Michael Becker wächst mit seiner Schwester in Deutschland auf, hat aber kroatische Wurzeln. Jeden Sommer fährt er mit seiner Familie in die alte Heimat nach Split, dort, wo viele seiner Vorfahren im Kloster waren. Ja. Unsere Oma hat mich und meine Cousins und Cousinen auch immer gefragt, ob wir uns irgendwie als Geistliche vorstellen können, ob wir ins Kloster gehen wollen. Und dann haben wir immer ganz, ganz laut gelacht und sie ausgelacht und sind weggerannt. Und irgendwie hat es mich dann doch erwischt. Nach der Schule will er nach Split, um Franziskaner zu werden. Doch seine Eltern möchten, dass er erst einmal eine Ausbildung macht. Er beginnt eine Heilpraktiker-Ausbildung, aber die erfüllt ihn nicht. Er geht nach Kroatien, um Mönch zu werden, verliebt sich und heiratet. Nach ein paar Jahren trennt sich das Paar friedlich. Michael Becker ist wieder in Deutschland. Scheinbar ist er glücklich. Ich hatte einen tollen Job, ich hatte tolle Kollegen, war viel unterwegs, ich hatte tolle Freunde, ich hatte eine Dauerkarte für die 05er. Aber das kennt man doch, ne, wenn irgendwas trotzdem nicht stimmt. Das habe ich mich nie gefragt. Bin ich denn erfüllt mit dem, was ich tue? Und das war mir gleich klar, als diese Frage aufkam in mir. Nein, bin ich nicht. Dann stößt er auf das Buch des buddhistischen Lehrers und lässt alles Bisherige los. Er verkauft seine Sachen auf einem Flohmarkt, meldet sich von der Krankenversicherung ab und kappt alle Verbindungen zum gewohnten Leben. Im Kopf von mir haben gehallt diese Stimmen von Freunden und Familie teilweise. Sag mal, spinnst du? Warum gibst du das dann alles auf? Was stellst du dir denn vor? Und wenn das nicht klappt? Für Michael Becker ist es die richtige Entscheidung. Die nächsten Jahre lebt er in buddhistischen Klöstern in Frankreich und in den USA. Zuletzt leitet er ein Kloster in Kalifornien. 2023 entschließt er sich, aus der Gemeinschaft auszutreten und wieder nach Mainz zu gehen. Ich möchte meiner Stadt zurückgeben, was ich gelernt habe und möchte den Schatz, den ich auf meiner Reise gewonnen habe, einfach verteilen sozusagen. Und ich biete Workshops an in Achtsamkeit, in Meditation, in Qigong, sodass wir am Ende alle unsere Ruhe finden können. Meinen größten Traum erfülle ich mir in jedem Moment durch achtsames Atmen und achtsam sein. Aber wenn du mich fragen würdest, was ich in der äußeren Welt mir wünsche oder mein größter Traum ist, dann wäre das mit einem Wohnmobil achtsam durch Europa zu fahren und an allen Küsten vorbei.